Heute in diesem Video geht es um so ziemlich den dümmsten Fehler, den du als Mann begehen kannst, wenn du eine Partnerin finden willst. Heute in einem Wackelkamera-amateurhaften Format. Unser Kameramann ist in Quarantäne. Lass uns loslegen. Der dümmste Fehler ist, wenn du gerade aus einer Situation kommst, wo du so gar nichts mit Frauen zu tun hast. Vielleicht hast du so 2, 3 Frauen in deinem Leben gehabt und diese Frauen waren nicht so wirklich das Gelbe vom Ei und du hast noch nicht so viele Erfahrungen, du kannst noch nicht so gut flirten, noch nicht so gut interagieren mit Frauen. Für dich sind Frauen sowieso ganz komische, abstrakte Wesen und du hast noch nicht besonders viel von der ganzen Flirt-Dynamik verstanden. Und jetzt sitzt du da, seit ein paar Monaten einsam, rum in deiner dunklen Kammer und du willst eine Freundin. Verständlich. Aber wenn du jetzt mit diesem Ziel rausgehst und Frauen kennenlernst, mit ich will so schnell es geht eine Beziehung, so schnell es geht eine Freundin, dann wird deine Beziehung höchstwahrscheinlich nicht halten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du aus einem Mangel eine Beziehung eingehst. Weil du kannst alle Dinge im Leben, die du tust, aus einem Mangel oder einem Überfluss machen. Mangel bedeutet, du hast zu wenig von etwas, du begehrst etwas auf eine ungesunde Art und Weise, wie zum Beispiel eine Partnerin, eine Beziehung, weil du einsam bist. Und Überfluss würde bedeuten, du hast sehr viel mit Frauen zu tun und eigentlich könntest du auch weiter dich durch die Gegend vögeln. Aber eine Frau gefällt dir so sehr, dass du eine Beziehung mit ihr willst. Das wäre ein Beispiel für den Überfluss. Und wenn du etwas aus einem Mangel heraus tust, dann ist es meistens falsch. In der Praxis sieht das so aus. Wenn ein unerfahrener Mann ohne viel Auswahl, ohne viel Erfahrung in eine Beziehung geht, dann wird er sich erstens höchstwahrscheinlich die falsche Frau suchen. Weil, wie zum Teufel willst du beurteilen, welche Frau gut und geeignet für eine Beziehung ist und welche nicht? Aufgrund von welchen Referenzen? Aufgrund von welchen Erfahrungen? Du kannst das doch gar nicht wissen. Du kannst Menschen noch gar nicht einschätzen. Und das Naivste, was du tun kannst, ist zu sagen, ja, ich bin ein Menschenkenner. Ich kann Menschen einschätzen. Ich weiß, was mir gut tut. Nein, das weißt du nicht. Vor allem nicht, wenn du besonders wenig Erfahrungen hast. Das geht einfach nicht. Beispielsweise aus meinem eigenen Leben kann ich dir sagen, früher habe ich gedacht, dass ich eine temperamentvolle Frau an meiner Seite brauche. Dann bin ich erstmal gefühlte 100 Mal auf die Schnauze geflogen und habe viele temperamentvolle, das ist ja schon klischeehaft, Latinas gedatet und festgestellt, dass das nichts für mich ist. Dass temperamentvolle Frauen mir langfristig sowas von auf den Sack gehen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Coaching-Content, aber ich kann dich ja schon mal spoilern. Es gibt sowas wie heiße und kalte Frauen. Heiß bedeutet temperamentvoll, sehr, sehr energetisch, oft auch eine höhere Energie als du. Und eine kühle Frau, eine kalte Frau, die kühlt dich ab, wenn du nach so einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommst. Die ist ein bisschen reservierter, meistens auch introvertierter. Und mit den heißblütigen, temperamentvollen Latinas bin ich immer nur auf die Schnauze geflogen. Ich habe mich mit denen irgendwann gestritten. Und ich kam nach Hause und ich brauchte einfach nur meine Ruhe, ich will abschalten. Und dann kommt sie mit ihrer Energie und ich bin irgendwann nur noch komplett genervt. Und sowas Abstraktes kann dir entweder jemand mit viel Erfahrung sagen oder die Erfahrung kannst du selber machen. Aber ohne Referenzerfahrungen kann ich dir sagen, hast du gar keine Ahnung, was du brauchst. Deswegen musst du mal rausgehen und schauen, was es alles für Frauen da draußen gibt. Es gibt feminine Frauen, es gibt maskuline Frauen, es gibt Frauen mit einem Ego, es gibt Frauen mit ganz wenig Ego, es gibt Frauen, denen du von Anfang an sehr wichtig bist, wo du eine hohe Priorität hast, es gibt Frauen, die dir jedes Date absagen. Und das sind alles so Erfahrungen, die wir unseren Kunden beibringen. Aber ganz ehrlich, mir ist wichtiger, wenn du zu mir ins Coaching kommst und Kunde wirst, dass du nicht dich zu 100% darauf verlässt, was wir dir sagen, was für Frauen gut sind, was für Frauen nicht so gut sind für eine Beziehung, sondern du sollst auch diese Erfahrungen auch teilweise selber machen. Natürlich im Rahmen des Möglichen. Zu 80% geben wir zum Beispiel unseren Kunden vor,
an diese Frauen sollst du dich halten, das ist aufgrund von unserer massiven Erfahrung gut und das ist nicht gut. Aber du brauchst eigene Erfahrungen. Ja, das ist so die Quintessenz von dem Ganzen. Und wenn du keine Erfahrungen hast, und mit keinen Erfahrungen meine ich, du hast unter 10 Frauen in deinem Leben gehabt, dann brauchst du gar nicht anfangen mit einer Überlegung, was für eine Frau du in einer Beziehung haben möchtest. Das ist aber der wenig relevante Punkt. Der viel relevantere Punkt ist folgender. Wenn du wenig Erfahrungen hast, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht die Fähigkeit, Frauen in dein Leben zu ziehen, wann und wo du willst. Da sind wir uns doch einig. Weil wir sind alle Männer mit einem gewissen Sex-Drive. Wir sind alle irgendwo primitive Wesen, die ganz viele Frauen wollen. Das ist einfach biologisch so. Und wenn du könntest, dann hättest du ganz viele Dates und ganz viele sexuelle Interaktionen mit verschiedenen Frauen. Das ist einfach so. Und wenn du nicht viele Erfahrungen hast, dann hast du diese Fähigkeit höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht, weil du als Kind niemals die sozialen Kompetenzen gelernt hast, sondern stattdessen deine Jugend verzockt hast, nicht genügend soziale Interaktionen, nicht genügend mit deinen Freunden Zeit verbracht, nicht genügend geflirtet hast damals, als du jünger warst. Und dann haben sich diese Fähigkeiten bei dir niemals entwickelt. Und das ist halt das komplett Normale, was wir auch bei unseren Kunden sehen und was wir dann in unserer Zusammenarbeit später nachholen, in einer sehr kurzen Zeit. Der Punkt ist jedenfalls, du hast nicht die Möglichkeit, wann und wo du willst, neue Frauen in dein Leben zu ziehen, kennenzulernen, Dates zu haben mit verschiedenen attraktiven Frauen. Was wird jetzt passieren? Jetzt hast du endlich mal einmal in deinem Leben eine tolle Frau vor dir und du könntest dir mehr mit ihr vorstellen. Und jetzt wirst du eine riesige Angst haben, dass es doch nicht klappt. Jetzt wirst du eine riesige Angst haben, dass du die Frau verlieren könntest. Weil was sind deine Alternativen? Du hast keine. Du hast dir dein Leben lang bewiesen, dass du keine Alternativen hast. Und wenn es jetzt scheitert mit dieser einen Frau, was wird dann passieren? Dann wirst du höchstwahrscheinlich entweder für den Rest deines Lebens einsam enden, niemals eine bessere Frau kennenlernen oder du musst erstmal eine lange, lange Zeit warten und dann bist du erstmal für Monate, wenn nicht sogar Jahre in deiner dunklen Kammer alleine und genießt das Ganze nicht. Und wenn das auf dich zutrifft, dann wirst du plötzlich sehr vorsichtig. Du passt auf, was du sagst, du lässt jeden einzelnen Spruch, jede Nachricht zu der Frau, alles durch so einen Filter laufen, weil du auch alles ja richtig machen willst, was so einen gewissen Perfektionismus. Und du passt einfach auf, was du sagst und was du tust und das merkt die Frau. Und dann siehst du wie aus? Dann siehst du bedürftig aus. Bedürftigkeit bedeutet nicht, dass du hartnäckig bist. Das verwechseln wir Männer oft. Bedürftigkeit bedeutet, dass du immer aus einer Position des Mangels handelst. Dass du immer Angst hast, zum Beispiel die Frau zu verlieren und ja, dir jedes Wort 10-mal im Mund rumdrehst, bevor du es aussprichst. Du bist zu vorsichtig. Und das wird passieren automatisch, wenn du keine Auswahl hast. Das kannst du fast nicht verhindern. Wir haben im Coaching zum Beispiel durchaus sehr viele Möglichkeiten, wie wir dich als erfahrungslosen Mann dazu bringen, dass du das Ganze nicht so ernst nimmst, dass du mehr Spaß am Dating-Prozess hast, ohne vorsichtig zu sein. Aber sogar das ist ein bisschen begrenzt. Unser Ziel ist es deswegen immer, dass du in einen Überfluss kommst und mal mehrere Frauen kennenlernst. Das ist unfassbar wichtig. Und der dümmste Fehler, den du machen kannst, ist direkt und am besten so schnell es geht, eine Freundin haben zu wollen. Das ist falsch. Wenn du erstmal eine attraktive Frau kennengelernt hast, mit der du dir eine Beziehung vorstellen könntest, dann ist das Wichtigste, dich zurückzulehnen und die Frau machen zu lassen. Weil du hast deine biologische Aufgabe erfüllt, wenn ihr intimer geworden seid. Du kannst du dich eigentlich nur zurücklehnen und dann sollte es im Interesse der Frau sein, dich an sie zu binden. Nicht umgekehrt. Es ist total krankhaft und verdreht, wenn ich sehe, dass Männer versuchen, Frauen in Beziehungen zu bekommen. Das ist nicht normal. Und du machst alles falsch, wenn du dich dabei ertappst, dass du so einer bist. In diesem Sinne, wenn du jetzt dich in so einer beschissenen, minderwertigen Situation befindest, dass du gar keine Frauen in deinem Leben hast oder nur die falschen oder Frauen ständig das Interesse verlieren, dass du vom ersten niemals aufs zweite Date kommst, dass alle deine Gespräche im Sande verlaufen, Frauen, die irgendwann nicht mehr zurückschreiben, dann sitzt nicht da und wünscht dir, dass du am besten nächste Woche direkt eine Freundin hast. Das ist einfach das komplett falsche Ziel für dich. Das richtige Ziel wäre, dass du erstmal die Kompetenz aufbaust, wann und wo du willst, Frauen in dein Leben zu ziehen. Und daran können wir sehr gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir haben ein Angebot, das nennt sich Erstgespräch. Heißt, du kannst unverbindlich dich bei uns für ein Erstgespräch bewerben.
Und dann schauen wir uns mal ein bisschen deine Situation an und schauen wir, woran es liegt. Weil alles hat Gründe. Wenn du jetzt aktuell noch nicht jede Woche oder maximal jede 2 Wochen ein Date hast, dann machst du ziemlich viel falsch. Und dann braucht es nicht viele Hebel, bis du mal ein paar Dates hast und ein paar Erfahrungen sammeln kannst. Und diese Hebel können wir zusammen betätigen. Klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Schau, was wir Schönes für dich tun können. Ich habe dir da was vorbereitet. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Vergiss nicht, für den Algorithmus das Video positiv zu bewerten und diesen Kanal hier zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.